Pit 2, Herr Stadler. Dieser Bericht zielt darauf ab, auf den Finanzmärkten wieder mehr Regulative einzuführen. Wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass die Deregulierung und die Liberalisierung zu den Krisen geführt hat, zu einem Wildwuchs an Verschuldung geführt hat, ganzer Länder, die wir heute mühsam mit enormen Budgetmitteln bekämpfen müssen. Die Liberalisierung als Dogma hat sich jedenfalls auf den Finanzmärkten nicht bewahrheitet. Die Finanzhäuser haben begonnen, die ganze Länder auszuplündern und in die Verschuldungsfalle hineinzutreiben. Und letztlich ist dies einer der Hauptgründe für diese Probleme, die wir derzeit haben. Ich möchte hier nur Goldman Sachs nennen, ein Finanzhaus, das etwa in Griechenland eine Katastrophe herbeigeführt hat, an der derzeit die ganze Europäische Union wirkt. Es ist hoch an der Zeit, dass wir die gesamte Finanzwirtschaft wieder klaren Regulativen unterwerfen. Es ist hoch an der Zeit, dass wir wieder Regeln einführen. Und es hat sich hier gezeigt, dass es falsch war, hier zu früh und zu viel zu liberalisieren. Herr Peter Jahr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Natürlich kann der Markt vieles regeln, aber er kann nicht alles regeln. Und vor allen Dingen, wenn wir einen Markt haben ohne Spielregeln, geht es schief. Und das haben wir leider beim Finanzmarkt sehr deutlich erleben müssen. Dort wurde gespielt ohne Regeln. Man hat sich in der Vergangenheit